Liste und ziehe mich raus, ich habe keine Papiere. Warum ist denn hier alles so voll? Ich weiß auch gar nicht, wo ich bin. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Hä? Ach. Oh Mann, Alter, das war peinlich. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ihr seht schon, das hier ist nicht meine Suzuki und mit ziemlicher Sicherheit auch gar nicht meine DT. Ich bin gerade in Hamburg und habe mir gedacht, ich stelle euch dieses nette Gefährt einmal vor. Das hier ist eine Husqvarna Swatpillen. Junge, ich kann das nicht aussprechen. Ich werde es auch wahrscheinlich wieder falsch aussprechen. Tut mir auf jeden Fall jetzt schon leid. Ich sehe die Kommentare schon vor mir. Ich habe dieses Motorrad jetzt schon seit Samstag leihweise. Bin jetzt schon etwas über 300 Kilometer mit dem Hobel gefahren und möchte euch einmal ein kleines Resümee bieten, beziehungsweise euch dieses Motorrad einmal etwas vorstellen. Ich habe dieses Ding eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, dass Husqvarna die mal rausgebracht hat. Es gibt sie ja einmal als 401 und als 701 und das Ganze dann nochmal in einer etwas mehr sportlicheren Variante in der Witpalen oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ja, ich habe jetzt hier die Swatpalen 401 und wie gesagt, ich bin sie jetzt eine Zeit lang gefahren, also ein paar, kann ja gar nicht lang, 300 Kilometer und ich habe mich, ich muss es jetzt echt sagen, verliebt. Ich laber schon wieder Müll, fahren und reden gleichzeitig ist schon wieder schwer. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, ich weiß, meine Freunde, dieses Motorrad ist A2 tauglich, hat glaube ich 34 PS, irgendwie so um den Dreh und man sitzt tatsächlich ähnlich wie auf einer Supermoto, muss ich tatsächlich mir gestehen. Ich war eine lange Zeit lang immer nur so ein Supermoto Enduro Nazi, würde ich jetzt sagen. Alles andere fand ich irgendwie kacke. Eine Sportler ist mir zu rückenlastig. Meine Beine sind relativ lang. Das geht alles irgendwie nicht. Und deswegen war für mich immer nur Supermoto, Supermoto, Supermoto. Ab und zu mal eine Enduro ist ja auch eigentlich dasselbe. Von der Sitzhaltung her und vom Fahrgefühl. Ja, wie es zu diesem Bike jetzt gekommen ist, ein Kumpel von mir, der auch meine Videos schaut, Grüße gehen raus an dich, Erik, hat dieses Kfz, beziehungsweise seinem Vater gehört dieses Motorrad und die muss eingefahren werden und irgendwie hat er keine Zeit, aber sie haben schon einen Termin bei KTM und Husqvarna für den 1000er Service und so habe ich die mit 400 Kilometern bekommen und soll sie jetzt eine Woche lang einfahren. Ich habe direkt am ersten Abend schon 800 irgendwas voll gemacht. Das ist glaube ich schon mal ein Pluspunkt für dieses Kfz. Ich habe mich echt ultra in diese Karre verliebt. Ist krass. Ich würde sie sehr gern behalten, was leider nicht möglich ist. Aber ich finde, Leistung an sich reicht komplett. So für die Stadt ist es übelst der geile Flitzer. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt. Vor mir steht ja ein Smart. Ich sitze relativ tief und das ganze tiefe Gesitze ist natürlich super angenehm in Kurven auch, muss ich jetzt sagen. Außer, dass ich ab und zu mal mit dem Fuß auf den Asphalt komme, wenn ich jetzt in die Kurven fahre. Wenn es denn mal Kurven gibt, sind ja meistens eher Kreisverkehre in Norddeutschland. Oh, da ist Polizei. Please don't zieh mich raus, ich habe keine Papiere. Aber es ist alles legal, die kommt ja gerade frisch vom Händler, wurde so gekauft. Cool ist, bei der Karre, man sieht nicht nur die Gänge und sie hat 6 Gänge. Das ist man als Japaner-Fahrer natürlich gar nicht gewohnt mit meinen 5 Gängern. Wobei die DT hatte glaube ich auch 6. Aber eine Ganganzahl, ein Drehzahlmesser, einen digitalen. Ich sehe, wie viel Reichweite ich noch habe, Leute. Kein Schieben mehr. Also die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, auch auf Instagram, die haben mich schon das eine oder andere Mal gesehen, schiebend. Oh Junge, geile Karre. Wieso zieht er mich ab? Aber bei Polizei hinter mir, ne? Dann machen wir mal lieber kein Race. Was gibt's noch so zu sagen über dieses geile Gerät? Ich finde, sie sieht futuristisch aus. Hat so eine Mischung aus einem Café Racer, einem Naked Bike und irgendwie so ein bisschen mit den Reifen. Ich hoffe, ihr seht sie jetzt. Ja, so ein bisschen grobstolliger. Bisschen auf Scrambler angelehnt. Macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock, das Teil. Sieht optisch in meinen Augen sehr, sehr schön aus. Ist mal was Neues und nicht so ein Alltagsbrei. Wenn man sich in der Supermoto-Szene etwas rumtreibt, dann siehst du ja meistens 701, 690, DRZ, XC vor allem ganz viel.
Und das hier ist mal was anderes. Ich weiß, das ist keine Supermoto, aber es, vom Gefühl her fährt sie sich wie eine. Sie ist leicht, sie ist wendig. Sie hat einen relativ geilen Wendekreis für so ein Motorrad. Also nicht so 96-701 üblich, so ein Vier-Straßen-Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Wartung bei der aussieht, aber ich glaube, die ist nicht so wirklich wartungsintensiv. Kommt wahrscheinlich der 701 nahe. Bei der 401 wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger. Korrigiert mich gerne, wenn es anders ist. Vielleicht lese ich mich auch nochmal irgendwo rein. Und sie hat eine Bautenzugkupplung, die sich arschgeil zieht. Also genauso wie die von der DRZ, die ich auch habe. Sie führt sich, am Anfang habe ich gedacht, das wäre noch die Hydraulikkupplung, die bei der 701 und dann bei der 96 so Probleme macht. Ist es aber nicht, es ist die Bautenzugkupplung und die zieht sich einfach übelst affengeil. Ultra geil bei dem Motorrad auch ist das Licht, der LED-Scheinwerfer vorne. Der ist so krank hell. Also ich bin ja immer dieses Kerzenlicht von der DT gewohnt und mit der Suzuki habe ich mir diese, ich glaube es ist die FE oder EXC-Lichtmaske geholt, die ja auch schon ziemlich hell ist, aber dieses Licht, ihr seht das Kennzeichen vielleicht da vorne, es reflektiert und im Dunkeln, ich bin jetzt einmal nachts nach Hause gefahren, hat dieses Ding mich sicher und hell nach Hause gebracht. Das hat schon Ähnlichkeit mit einem Suchscheinwerfer. Ihr seht, die Karre ist noch nicht eingefahren, hat noch keine 1000 Kilometer und der 1000 Kilometer Service war ja auch noch nicht. Und deswegen darf ich nur bis 7000 Umdrehungen drehen, dann fängt sie an zu blinken. Ich glaube, das ist da so eine Regelung zum Einfahren, dass man darauf achtet. Viele haben mir geschrieben, ich habe ja auf Instagram eine Umfrage gemacht, was ihr mit dieser Karre sehen wollt, weil ich sie euch ein kleines bisschen näher bringen wollte, weil das echt eine Alternative ist, eine schöne Alternative auch, denn dieses Motorrad ist sogar sehr günstig, finde ich, für Husqvarna Markenverhältnisse. Ich glaube, sie gab es für 5 oder 4.500 Euro eine Zeit lang, im Sommer Schlussverkauf, Winter Sale, whatever. Ich glaube, daraus ist diese auch gekauft worden. Du musst mir überlegen, ein neues Motorrad für unter 6.000 Euro oder unter 5.000 Euro ja teilweise, ist einfach krank. Also, Digga, der Typ lenkt mich so hart ab. Irgendwie feiere ich das Ding hart. Lässt er mich vor? Jo. Ja, bei dem Preis kann man eigentlich, das überlege sogar ich als Dauerdisposianer, dieses Motorrad mal zu kaufen. Weil 4.000 Euro, wenn ich die DRZ verkaufen würde, würde ich das wahrscheinlich sogar noch irgendwie hinkriegen. Kleine Stimme aus dem Off, beziehungsweise aus dem Schnitt. Ich überlege gerade ernsthaft, die DRZ zu verkaufen, um eine Swartpalen zu kaufen. Soll ich das machen? Irgendwie seid ihr ja auch ein Teil von meinem Leben, also schreibt mal bitte in die Kommentare und ich mach das oder eben nicht. Ja, die DRZ hat im Moment noch Wartung vor sich, also ich muss die Steuerkette neu machen. Das Spannen in einem Video, was ich gemacht habe, hat natürlich nicht so lange geholfen. Ah, GoPro, ich liebe dich. Warum machst du immer SD-Karte Fehler? Dies macht nicht so viel Spaß. Ich hoffe, es ist noch alles drauf. Wenn nicht, muss ich jetzt gleich wieder doppelt reden. Wo ist denn jetzt hier dieser... So. Synchro. So, welcome back. Die SD-Karte dachte sich gerade, Jock oder die GoPro, ich weiß es nicht genau. Auch wieder herrlich. Will ich einmal wieder einen Vlog produzieren und die GoPro schmiert ab. Dickes Danke auf jeden Fall nochmal an Annika oder Sören, wer auch immer von den beiden mir gerade die GoPro leiht, weil ich keine eigene habe. Besten Motovlogger EU West. Immer von seinen Freunden den Kram ausleihen. So, ich hoffe, es hält jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war. Ah doch, und zwar habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht, was ihr mit diesem Motorrad sehen wollt. Und ziemlich eindeutig war, ich soll Wheelies poppen. Oder die Frage war, ob man mit diesem Motorrad Wheelies machen kann. Antwort ganz klar, ja, kann man machen. Ich habe Samstag ein paar Mal probiert, bin mir aber noch nicht so warm gewesen mit der Hinterradbremse und wollte jetzt ungern dieses niegelnagelneue Schnieke-Bike in die Böschung schießen. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wie das mit dem ABS lief, ob das im Wheelie vielleicht nicht ganz so geil funktioniert. Ich werde es mal ausprobieren. Ich glaube, ich weiß auch jetzt mittlerweile, wie man das ABS ausschaltet.
dass dann die Hinterradbremse vielleicht ein bisschen besser funktioniert oder anders reagiert. Ich hatte nämlich ungern Lust, im Wheelie ein regelndes ABS zu haben, weil ich das aus Erfahrung von Freunden ja nicht sehr empfehlen kann, mit aktiviertem ABS zu fahren. Oh Mann, ich habe natürlich wieder auch die beste Zeit zum Motorradfahren ausgewählt. Hamburger Stadtverkehr, beste Leben. Ich werde mal hier rechts lang fahren. Ich glaube, da kommt man auch irgendwo mal zu irgendwas etwas ruhigeren Straße, wo man vielleicht mal den Eimer hochreißen kann. Und dann zeige ich auch diese schöne Dame auch einmal. Ah, herrlich. Okay, nee, Digga. Hier brauche ich auf jeden Fall keinen Wheelie-Poppen, Mann. Es wird auch leicht dunkel, schon wieder. Ist ja wieder richtig, richtig, richtig gut. Und ich muss auch sagen, das Getriebe, ich weiß, es ist ein Neufahrzeug, da schaltet sich das immer gut, aber es schaltet sich so nochmal smooth. Ich habe keine Zwischengänge, wo man mal irgendwie zwischenrutscht. Irgendwie vom ersten in den zweiten bin ich auch noch nie im Neutralgang reingerutscht, aus Versehen. Also keine Ahnung, was das Quana da gezaubert hat. Aber das wünsche ich mir auch bei allen anderen Motorrädern so. Absoluter Klassiker, an der Ampel losfahren. Am besten noch vor einer Horde Blondies anfahren, in den Zwischengang rutschen oder in den Neutralgang und dann so im Begrenzer da rumsitzen und sich so denken, fuck, ich möchte gerade einfach nur im Erdboden versinken. Warum ist denn hier alles so voll? Ich weiß auch gar nicht, wo ich bin. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Und irgendwie, es ist schon wieder ein super geplanter Vlog von Nick Vogel himself. Und wenn sich fragt, was hier so klappert, diese Spiegel kann man hier noch so eindrehen oder so oder fester machen, ich weiß es nicht. Und diese Einstelldinger klappern. Das ist super schön. Was will der hier? Der will auf Kuschelkurs kommen. Wunderschön. Oh, und ihr hört ihn, den Lüfter. Hoffentlich hört ihr den. Der geht jetzt an. Stadtverkehr mögen die Motorräder natürlich. Wobei ich sagen muss, dafür, dass er jetzt erst angeht, hat sich schon echt lange viel Stadtverkehr mitgemacht. Also ich bin ja vorhin auch noch schon eine Runde rumgedüst in der Stadt. Da war alles noch normal, meine Freunde. Ich muss sagen, diese LED-Scheinwerfer machen, dass Leute dich sehen. Also ich habe so oft jetzt Momente gehabt, wo auch LKW-Fahrer mich einfach vorgelassen haben. Und ich denke mal, das ist alles dem LED-Scheinwerfer zu verdanken, weil man einfach mehr gesehen wird. Und das ist mir wirklich doll aufgefallen. Oh ja, und stimmt, ein ganz schöner Punkt bei diesem Motorrad, es ist legal, es ist 100% legal. Ich kann jetzt sorgenfrei über den Kiez fahren, ohne dass ich mich einscheißen muss. Aber gut, ich bin wahrscheinlich auch der Erste, der sich mit so einer Karre stilllegen lässt, weil ich bin und auch mit einer DRZ stillgelegt wurde. Man kennt's ja, nicht anders von mir. Okay, über den Kiez sollte ich vielleicht keinen Wheelie poppen. Scheiße. Huch. Ja, Ganganzeige aber nicht benutzen können. Beste Leben. Oh, und ein weiterer Punkt, der noch auf der Liste stand von den Sachen, die ihr wissen wolltet über dieses Bike in diesem Video, war Beschleunigung und Topspeed. Ich weiß nicht, ob ich Topspeed messen darf, soll, tu. Dabei im sechsten Gang bei 120 bei 7000 die rote Lampe angeht, weil ich ja nur die Hälfte an Drehzahl drehen darf oder nur etwas über die Hälfte. Deswegen glaube ich, verschiebe ich das vielleicht auf ein anderes Video, wenn sie schon eingefahren ist, wenn ich sie danach nochmal fahren darf. Aber Beschleunigung ist bis jetzt so, wie ich drehen darf, echt zügig, dafür, dass sie halt echt nicht so viel Leistung hat. So, ich bin jetzt wieder zurück in der Hafen City drinne. Es wird schon wieder arschdunkel. Ich hoffe, man sieht überhaupt noch was auf der GoPro. Ich versuche euch dieses Kfz hier noch mal ein bisschen zu zeigen. Und dann werde ich vielleicht noch im Dunkeln oder irgendwo an einem helleren Parkplatz versuchen, ein paar Wheelies zu poppen. So, liebe Freunde, hier seht ihr das Stück noch mal. Ach, es ist leider schon ziemlich dunkel. In voller Pracht. Das Geilste ist, finde ich, dass diese Lichter bzw. die Armaturen alle einzeln nochmal beleuchtet sind. Ist im Dunkeln sehr angenehm, so zu fahren. So, back im Biss. SD-Kartenfehler mal wieder. So viel kann ich jetzt auch gar nicht mehr quatschen, glaube ich. Der Akku ist auch fast leer von dem Gerät. Ich versuche jetzt hier nochmal ein Wheelie zu poppen. Hier ist ja relativ ruhig.
Ja, geht doch. War jetzt natürlich nicht der sauberste. Ich habe mich geschaltet, aber ich wollte mich jetzt erstmal auf das Balancing probieren. Konzentrieren vor allem. Lull. Das mag der Motor wahrscheinlich jetzt gerade beim Einfahren. Ah, herrlich. Herrlich. Ich habe wieder richtig Motivation, Motorrad zu fahren. Ach, schaut euch diesen Ausblick an, ey. Krass. Ja, geht, meine Leute, geht. Geht auf jeden Fall sehr gut. Im zweiten Gang ein bisschen Gas. Und dann kommt der Hobel doch schon hoch. Nochmal im vollen Glanz. So lustig, wenn die Leute einen angucken. Ja, sie ist nicht die größte, aber es macht super viel Spaß, mit ihr in der Stadt durch die Gegend zu düsen. Wie gesagt, Tourenfahrzeug auf jeden Fall. Definitiv auch. Macht sehr viel Spaß. Der Kennzeichenhalter ist natürlich das absolut hässlichste Teil. Wenn ich eine haben würde, würde ich den hier abmachen und das Kennzeichen versuchen, irgendwie hier unterzubringen. Oder auf der anderen Seite würde ihr auf jeden Fall richtig stehen. Dann kann man sich das aber auch wahrscheinlich sparen, im Regen zu fahren. Junge, es sieht so geil aus hier. Holy shit. Jetzt hätte ich gerne meine Kamera dabei. Naja. Ach, oh Mann, Alter, das war peinlich. Digga, ich habe gerade richtig den Fahranfängerfehler gemacht, holy shit. Oh mein Gott, bin ich ein Dulli. Ich würde jetzt auch sagen, ich beende das Video hier. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich dieses Motorrad ein bisschen näher bringen. Es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, nach Buxtehude City. Und bis bald und schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es das wieder heißt, nicht